Südafrikas Nationalheld Nelson Mandela ist nach langer Krankheit gestorben. Der 95-Jährige sei am Donnerstag gestorben, sagte Südafrikas Präsident Jacob Zuma in Johannesburg in einer landesweit übertragenen Fernsehsendung. Unsere Nation hat ihren größten Sohn verloren. Er sei friedlich eingeschlafen. Er starb um 20.50 Uhr Ortszeit in seinem Haus in Johannesburg. Schauen wir nochmals auf sein bewegendes Leben zurück. Well, I'm sure the principal here is Whitney. No. I'm here merely to clean, to polish her shoes. No, no. And that is why we love her so much. People, I love her so much. Very good. Would you like to say something? Everyone, thank you. He dries my eyes.